dir den Zarathustra mitgebracht. Cool. Damit kannst du den wichtigen Dingen auf den Grund gehen. Du meinst sowas wie Essen? Ich meine sowas wie Stolz. Aha. Okay, lass uns essen gehen. Ja, lass uns essen gehen. Nochmal anstoßen. Ich gehe dann mal. Hast du was gegen Hans? Spinnst du? Der checkt das nicht. Was? Das? Mit deiner Krankheit. Was hat das jetzt damit zu tun? Der Kerl ist ein Arschloch, aber du bist ja ganz anders. Bis später. Ich hab das doch nicht so gemeint! Nun, Alter, was geht? Bald bist du weg, oder was, hä? Was soll denn das eigentlich? Was soll was? Was hast du denn für ein Problem mit Marie? Mann, ich hab kein Problem mit Marie, die ist... Naja, die ist ansteckend, sonst nix. Was soll denn der Scheiß? Wie, was soll denn der Scheiß? Was ist denn mit dir passiert? Was? Du bist nass. Ach so, ja. Hey. Ja? Bald ist wieder Hurricane. Hm? Ach nee. Ja. Sommer, Sonne, Weiber. Weißt du noch letztes Jahr? Mhm. 60 Bands? 60 50.000 Leute? Scheiße. Geil. Hey. Saufen? Grillen? Rock'n'Roll. Yes. Du bist nicht dabei, du Lusche, ne? Nee. Ja, ich muss mal was anderes machen. Verstehst du? Mal nachdenken und so. Wie nachdenken? Über was willst du nachdenken? Willst du ihn nicht? Der Scheißkerl lügt. Wieso glaubst du ihm? Er ist einfach mal in Bett gekommen. Ich hab geschlafen. Du hast geschlafen? Und du Unschuldslamm hast nicht gemerkt, wie er dir seinen Schwanz reingesteckt hat? Sei nicht so ordinär. Ich bin ordinär. Du vögelst mit meinem Kerl und ich bin ordinär. Schmeiß mir ihn raus. Das geht nicht. Ich brauche ihn noch als Modell. Ist doch albern, dass wir uns wegen ihm streiten. Schmeiß mir ihn raus. Dann haben wir es endlich wieder nett hier. Wenn ich dich noch ein einziges Mal mit ihm erwische, schmeiß ich dich raus. Ich schmeiß euch alle raus, dich und Anna auch. Gut. Deine Großzügigkeit und Wohltätigkeit hängt mir schon lange zum Hals heraus. Nur weil du die Kohle hast, glaubst du, hier rumkommandieren zu können. Frag dich mal, warum du die Kohle hast. Ich hab deinen Mann umgebracht. Eigentlich habe ich ihn geliebt. Mir kommen gleich die Tränen. Ja. Irgendwie habe ich Henning sehr gemocht. Red nicht so einen Scheiß. Er war eine Seele von Mensch und er hat mich vergöttert. Und jetzt? Und jetzt spielt die feine Dame die trauernde Witwe und vögelt heimlich diesen Don Johnson-Verschnitt. Ich nicht, du. Ach, und du? Das geht dich gar nichts an. Ab heute werde ich jeden Tag mit ihm schlafen. Morgens, mittags und abends. Und jedes Mal, wenn ich komme, werde ich besonders laut schreien. Damit du es hörst. Der interessiert mich doch gar nicht. Das habe ich ja gesehen. Wenn du gehen willst, dann geh am besten gleich. Du willst, dass ich gehe? Du hast doch gesagt, dass du mich nicht mehr ertragen kannst. Ich halte dich nicht. Gut, ich bin schon weg. Noch weit. Wenn du so drin schon.